Oh, und wieder mal herzlich willkommen zum nächsten Part. Wir sind frisch dabei und bereit, komischen Elfen auf die Fresse zu hauen. Ich würde sagen, gleich mal ab dafür, Die helle ohne Brust weiteren sieht gar Worte. nicht mehr freundlich aus. Er wirkt vielmehr ziemlich verärgert. Der sieht tatsächlich wütend aus. Hat der gerade meine Schergen hier kaputt gemacht? Ich glaube, ich sollte ihn blitzdingsen. Angriff! Oh, noch schwuler konntest du das bitte nicht sagen, oder lieber Elf? So, töte den mal. Ach, wir kommen da noch nicht hin. Die schützen sich mit einer Energiebarriere. Mein Gott, sind das Feiglinge. So, dann töten wir eben die Nieder mit Dinger. den Heiden! Heiden, sind das jetzt auch noch Gläubige? Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. Immer schlimmer. So, der erste Teil hier wurde schon mal eingerissen. Ab zum zweiten Teil. Und da ist der Yeti wieder hier. Eure Ausstrahlung ist negativ. Oh nein, meine Ausstrahlung ist negativ. Bitte reg dich doch noch mehr darüber auf. Oh, so eine negative Ausstrahlung schadet meinem Tor. Oh mein Gott, bitte bringt ihn zum Schweigen. Oh, mi, mi, mi. Die sind schon richtig weinerlich. So, und da sind sie tot. Hauen wir noch das zweite Schiff hier runter. Und jetzt stellen wir uns auch diesem Yeti. Du hast uns lang genug genervt. Attack. Oh mein Gott, mache ich viel Schaden. What? Easy. Ich mache echt extrem viel Schaden. Nein, nein, sofort aufhören! Dieses noble Tier gehört zu uns. Komm her, hierher, Junge. Als ob wir magischen Wesen nicht genug Probleme mit dem Kaiserreich hätten, ohne dass ihr versucht, uns auszulöschen. Wir gehen! Setzt Segel zum Heiligtum! Wir sollten ihnen folgen, Herr, wenn wir nur die Blauen mit ihren Schwimmfähigkeiten hätten. Ja, alles Ich klar. dachte, wir müssen einen anderen Weg in das Heiligtum finden. Okay, wir haben noch keine blauen Schergen, wurden mir hier gerade mitgeteilt. Der erste Bosskampf war jetzt irgendwie ziemlich einfach. Aber gut, ich denke, ich bin hier auch immer noch in der Tutorial-Zone. Schließlich werde ich hier von schwulen Elfen belagert. Die können auch nicht stark sein. So, dann bewegen wir uns mal hier in die Richtung. Keine Bäume mehr? Anscheinend hat hier jemand alle Bäume gefällt, Glubsch. Warum wohl? Gut bemerkt, Glubsch. So. Magische Wesen, sie versuchen durchzubrechen. Angriff! Angriff! Zitat: Versuchen durchzubrechen. Wir brechen durch. Ich Mann, rieche Mann, Mann. Magie. Ich rieche Magie. Ja, riecht Magie? Wieso riech ich keine Magie? Nee, ich riech hier wirklich überhaupt keine Magie. Ich weiß nicht, von was die reden. Ich riech hier nix. Eure Reittiere folgen euch nicht überall hin. Und wie alle primitiven Wesen haben diese Wölfe Angst vor Feuer. Wer hat denn schon Angst Keine vor Feuer? Sorge, sie werden hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Alles klar, wenigstens warten die. Angst vor Feuer, tsch. Erst zuschlagen, dann auf dem Kadaver rumhüpfen. Gute Devise, Braune. Das schafft ihr. So. Beeil dich! Ein warmes Ölbad und ein großer Teller Wachtelaugen warten auf mich. Sicher, Boreas. Möchtest du vielleicht die mutigen Männer kennenlernen, die die magischen Wesen in der Gegend gefangen haben? Das sind die Glücklichen. Was ist mit dir, Maximus? Nein! Du sollst mich Fräulein Trixie Butterblumenfee nennen. Ist das dein Ernst? Und ihr könnt mich alle besuchen kommen, wenn ich in mein Pilzhaus einziehe. GIK-Gattungsidentitätskrise. Ganz furchtbare Sache. Wir wissen nicht, was das ist, aber es war gut bewacht. Passt auf, dass es niemanden auffrisst und bringt es in die Stadthalle. Dämlicher Fettsack. Das ist ein Energiesteinherr. Er setzt das magische Potenzial seines Besitzers frei. Boreas sollte ihn nicht in seine fetten Hände bekommen. Okay, die Soldaten leiden anscheinend unter GIK. Das hört sich echt gruselig an, wenn man sich für Fräulein Butterblume hält. Wir sollten etwas dagegen unternehmen und diese armen Tölpel davon erlösen. Was sagt ihr dazu, meine Schergen?
Sie sagen draufhauen. Sie sind eindeutig auf meiner Seite. So, equippen wir euch gleich mal. Los, 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 bringt mir Geld. Brave Schergen. Ganz brave Schergen. Macht ihr gut. Ja, ja, fein gemacht. Los, los, los. So. Und weiter, meine kleinen Schergen. Habe ich irgendwie so einen Handschuh an? Ja, Infinity Gauntlet lässt grüßen. So. Dann hier einfach einmal alles kaputt hauen. Das können die gut. So. Menschliches Ding wird von meiner Axt gewone-hittet. Das klingt realistisch. Mann, macht ihr wenig Schaden. Da muss man echt überall mithelfen. Unglaublich. So geht das, Schergen. Habt ihr es gesehen? Los, irgendein Kommentar. Jubel, Trauer, Beifall, irgendwas. Tö, nicht so geschwätzig, die Kleinen. Können wohl doch nur auf Kadavern rumhüpfen und draufhauen. Gott, hier sieht alles so elfenähnlich aus. Und das sieht schon wieder nach irgendeinem Charakter aus, den man kennen muss. Los, Attacke. Seid willkommen im Heiligtum, magisches Wesen. Nein, lass diesen Barbaren nicht herein. Er ist ein Feind aller flauschigen und liebenswerten Wesen wie dieses armen Kerls hier. Ja, ja, flauschig. Wenn eure Overlord-Kräfte stärker werden, findet ihr sicher eine Möglichkeit, an diesem nervtötenden Grünzeug vorbeizukommen. Ah, grün, das bedeutet Gift und das bedeutet, es gibt auch noch Giftschergen. Wahrscheinlich für jedes Element eins, das ist so typisch Spiele irgendwie. Dies sieht wie ein Fragment eines Felsens aus der Unterwelt aus. Vielleicht wird es aktiv, wenn die Unterwelt euch als den wahren Overlord akzeptiert. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ihr Verlust ist, sobald Schmuddel ein Portal errichtet hat, könnt ihr ihn in die Unterwelt schicken. Keine Sorge, ihr könnt die Roten später holen. Rote? Was? Irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, viele Sachen auf einmal gemacht. Komische Waffen, die ich schmieden kann. Hey, ich kann mich auch als Schmied betätigen. Beziehungsweise wahrscheinlich eher meine Schergen. Aber ich habe gerade irgendwas gefunden, aber ich will erstmal mehr Schergen. Los, 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 los. Nein, 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 ich will mehr. Ach, ich komme trotzdem nur auf 15. Verdammt, schade. Energiestein, den wir stahlen, gehört den Wichten. Ja, red du nur. Jetzt hat er euch entweder den Krieg erklärt oder ihr sollt seine Haselmaus heiraten. Egal was, es führt zu Kriegserklärung meinerseits. Das ist eindeutig ein Akt der Aggression, Herr. Das dürft ihr nicht zulassen. Eliminiert diese Quietscher. Was für ein Akt der Aggression. Tötet 1000 Wichte, okay. Vernichtung, Vernichtung. Easy going, alles vernichten. Hä, was macht ihr jetzt mit dem Ding? Hört ihr auf, das zu tragen? Hallo? Was machen die jetzt damit? Wieso tragt ihr das? Wir müssen Wichte töten. Hallo? Okay, die paar tragen, ist dann halt... Ja, Gott... Gott verdammt nochmal. Nordberge. Beinahe 13 Winter sind vergangen, seit ihr das letzte Mal hier wart, Herr. Bald kehrt ihr zurück und wieder am Mittwinterabend. Dann könnt ihr das zu Ende bringen, was ihr begonnen habt. Rache ist süß und äußerst schmerzhaft. Nur für die Bösen. Also in dem Fall nur für die Guten, weil ich bin ja der Böse. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier noch einen Tod. Dann müssen das jetzt meine Viecher auch noch tragen. So, erstmal ihn blitzen. Oder mit der Axt draufhauen, das ist mir auch egal. Dann mit der Axt draufhauen, mache ich auch gerne. Damn. Wahaha. So, jetzt haben wir zwei davon. Jetzt haben wir ein blaues und ein rotes. Und auf der Map ist noch irgendwas blaues und was rotes. Gott, ich bin überfordert. Wenn ich Start drücke, habe ich nichts und Select. Ah, wir haben hier Aufträge. Werde zum Overlord. Okay, nichts einfacher als das. Findet ein Unterweltportal, um den Energiestein zu übergeben. Ja, kann ich da irgendwie... Nee, nee, Hilfe. Komische Wichte gibt es hier. Tötet 1000 Wichte. Ich glaube, dafür haben wir aber mehr Zeit. Dann können wir hier anscheinend wählen, ob wir gut oder böse sind. Was? Ich könnte ein guter Overlord werden. Okay, dafür ist es jetzt, glaube ich, schon zu spät.
Okay, dann eben nicht, dann bleiben wir eben der Böse. So, sammeln wir selber ein. Du musst nicht du machen, Shergi. Beziehungsweise, ich glaube, du warst Glubsch. Bring den Energiestein zurück in die Unterwelt, dunkler Herr. Wo ist denn die Unterwelt? Los, Unterwelt, zeige dich mir. Ist vielleicht dieses Ding von davor, wo wir die Schergen beschworen haben? Ist das die Unterwelt? Wir klopfen einfach mal an und fragen nach. So, hier sind wir. Bist du die Unterwelt? Klopf, klopf. Hallo? Nee, ich glaube nicht, dass das die Unterwelt ist, oder? Muss ich das vielleicht irgendwie anders hintragen? Nee, ganz offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich tragen die Dinger einfach nur gerne Zeug. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo anders hinkommen. Denn da unten ist noch ein roter und ein gelber Punkt. Wahrscheinlich ist der rote Punkt dafür da, um Sachen zu spawnen. Zurück in die Unterwelt, dunkler Herr. Ja, was versuche ich denn, komisches Ding? Genau das probiere ich gerade. Ich finde nur nicht den Eingang zur Unterwelt. Man möge mir den Eingang zur Dunkelwelt. Ja, verdammt nochmal. Zur Unterwelt zeigen. Los. Und Statthalter Boreus sagte, er möchte zur Mitwinterfeier gefüllte Poularde. Ah, Schmuddel, ist es gelungen, ein Unterweltportal zu öffnen. So können eure Schergen den Energiestein direkt in die Unterwelt transportieren. Gut gemacht, Schmuddel. Das sieht echt vertrauenserweckend aus. Not. Ich weiß nicht genau, welcher Zauber die Energie in euch freigesetzt hat. Wenn ihr auf Vetter trefft, nutzt sie einfach als Versuchsobjekte. Städter als Versuchsobjekt, okay. Lass den Alarm aus! Schnell zu den Toren! So. Die Einheimischen können es anscheinend kaum erwarten, euren Verderbtheitszauber zu spüren. Ah, eine Befehlsaufwertung. Okay. Jetzt könnt ihr auf dem Schlachtfeld mehr Schergen herbeirufen. Okay, 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 das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. So, wir können jetzt hier... Haltet X gedrückt, um Dorfbewohner zu töten. Lasst X rechtzeitig los, um Dorfbewohner zu versklaven. Okay, töten oder versklaven, töten oder versklaven. Mache ich, wenn es soweit ist. Die sind alle noch geschlossen, das heißt, ich kriege nur hier noch ein paar. Gut, 20 Soldaten. Ihr müsst euch noch zurückhalten. Sie haben vor Nordberg Feuer entzündet, um Mitwinterdämonen fernzuhalten. Wir müssen die Roten finden, damit wir hineinkommen. Und dann zeigen wir ihnen, was wahre Angst ist. Gut, erst rot, damit wir Feuer besitzen. Los, besetzt Feuer. Da hinten leuchtet doch schon irgendwas. Da, die zünden einfach meine Leute an. Ah, überall Feuer. Feu, 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 feu. Wartet, ich wollte mal ausprobieren, wie ich jemanden unterwerfe. So. So, anvisieren und... Unterwerfen. Wahrscheinlich geht das hier noch nicht, oder? So, unterwerfen. Ah, diese Unterwürfigkeit. Der Stein hat also den Verderbtheitszauber in euch erweckt. Okay. Sie sind jetzt eurem bösen Willen unterworfen. Wenn ihr den Zauber länger verwendet, könnt ihr sie damit töten. Versklavung oder Tod, Weltherrschaft oder Zerstörung. Das sind die fantastischen Möglichkeiten eines Overlords. Sklaven sind immer gut. Das heißt, wir versklaven die Menschheit. Neues Ziel, Menschheit versklaven. Oder auslöschen. Auslöschen ist, glaube ich, auch gar keine schlechte Idee. Ihr könnt diese Menschen zu eurem Nutzen einsetzen, Herr. Wirkt euren Verderbtheitszauber etwas kürzer, dann werden sie zu Sklaven, statt zu Staubhaufen. Staubhaufen sind aber gut. Was habt ihr gegen Staubhaufen? So, hier ist erstmal irgendwas Rotes. Rotes? Los, meine Schergen. Los, holt das Rote. Tragt es zum Unterweltportal. So. Ein Schatz, Herr. Ein Schatz. Ja, dann bringt den mal zurück. Wenn ihr nur noch über wenig Mana verfügt, findet einen Mana-Tank oder geht zu einem Unterweltportal. Okay. Ach, das kostet mich Mana, was ich hier die ganze Zeit mache. Verdammt. So, jetzt. Eine Gesundheitsaufwertung, Herr. Das bedeutet weniger unschöne Tode. So, du bist eindeutig zu weit weg. Und dich versklaven wir doch gleich mal. So.
Versklavt. Ach, ein wenig Kanonenfutter schadet nie, Herr. Wenn sie zu nervtötend werden, tötet sie einfach. Alles klar. So, alles unterworfen. Und jetzt? Was kann ich jetzt damit machen? Um ihn aufzuhalten und am Fliehen zu hindern. Das heißt, ich könnte jetzt auch, damit die Dinger nicht dauernd fliehen. Probieren wir das mal hier. Einen Schergen mit RT. Los. Du sollst ihn festhalten, nicht wegscheuchen. Die unterhalten sich jetzt damit? Gut, ich unterhalte mich auch immer mit so kleinen Viechern. So, dich unterwerfen wir auch noch. So, genug unterworfen. Und jetzt? Los, los, los. Ich laufe hier einfach mal durch. Ich glaube, das funktioniert nicht so einfach, wie ich mir das gerade vorstelle. Geht's hier vielleicht weiter? Jetzt habe ich sie von komischen, goblinartigen Viechern umzingeln lassen. Bloß meine Schergen. Das sieht irgendwie falsch aus. 16 Schergen und ein Weib. Wir brauchen mehr Weiber für meine Schergen. So, die gehört zu uns. Wenn eure neuen Untertanen euch lästig werden, Meister, löst das Problem mit einem kleinen Gemetzel. Gut, das mache ich wie? Kleines Gemetzel einfach so, ne? So? Ich bin noch ein wenig überfragt. So, jetzt haben wir schon mal einige versklavt, aber deshalb komme ich doch jetzt hier immer noch nicht durch, oder? Oh, Fragen über Fragen. So. Nee, Aufträge, Status. Geht's hier irgendwie weiter? Verwendet eure Zauber, um einige Dorfbewohner zu töten. Oh, achso, okay. So, einige Dorfbewohner töten. Nichts einfacher als das. Stirb. Wenn ihr eine größere Armee benötigt, Herr, und du auch, könnt ihr den Verderbtheitszauber kürzer wirken und diese Nichtsnutze stattdessen unterwerfen. So, reist zurück in die Unterwelt. Gut, zurück in die Unterwelt. Unterwelt, ab in meinen Turm. Ich schau gleich, ob irgendein Video kommt, bevor ich wieder versuche, die Folge zu beenden. Trommelwirbel für den Overlord, so gefällt mir das, eine wahrhafte Begrüßung eines Helden würdig. Die Unterwelt akzeptiert euch als Meister. Na, ich wusste es einfach. Ganz ruhig, Knödel. Nur keine Unfälle mehr. Ihr seid wirklich der wahre Overlord. Das ist eine Erleichterung. Das spart uns noch eine Beerdigung. Meister! Die Unterwelt ist euer neues Machtzentrum. Sie ist noch etwas höhlenartig, aber da ihr nun hier seid, möbeln wir sie auf und erweitern das Tunnelsystem. So erhalten wir Zugang zu anderen Regionen, um eure dunkle Herrschaft zu errichten. Dieser Moment verlangt nach einem hübschen kleinen Gedicht. Yay, ein Gedicht von Knödel. Oh nein, nicht schon wieder. Ahem. In Nordberg war ein Knabe einst. Er brachte Furcht ins Land. Der Knabe ist zum Mann gereift, herrscht nun mit finsterer Hand. Das war's? Tut mir leid, er lässt sich oft nicht halten. Und glaubt mir, ich habe es versucht. Das ist euer Thronherr. Hier könnt ihr nicht nur euren bösen Hintern ausruhen, sondern euch auch teleportieren. Außerdem erhaltet ihr hier wichtige Informationen. Probiert alles aus und sagt Bescheid, wenn ich euch herumführen soll. Alles klar, wir sind in der Unterwelt, uns gefällt's hier. Und bevor ich meinen sogenannten Hintern dort platziere, beende ich diese Folge. Wie immer, stay tuned, lasst ein Abo da, damit ihr auch für die nächste Folge immer sofort informiert werdet, wenn ich sie uploade. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Ja, ich glaube, das war's, was man jetzt sagen kann. Und bis dahin, bleibt böse, meine Minions. Bleibt böse. Ciao.